Yo, YouTube, was geht ab? Haben wir wieder am Start und kommt zu einem neuen GTA 5 RP-Video, Leute. Wir befinden uns gerade hier vor Army Performance, Leute. Und ich sage euch ehrlich, in der Stadt geht gerade nicht viel los, Leute. Autos werden gekauft, verkauft, bisschen getuned, Leute. Nichts Spannendes. Stalin Performance ist ja auch ganz gut dabei, aber dem passiert ja auch nicht mehr so viel Krasses, wenn es so um Automobilbranche geht. Ist ja schon gedacht, wir werden mal uns ein bisschen heute normalen Alltag verbringen. Und es sind wieder neue Lose rausgekommen. Leute, wie ihr wisst, wir haben schon oft mal ein Lotto gewonnen oder dies, das, etc. Das ganze Geld auch wieder schnell verloren, weil wir ausgerastet sind. Aber es sind wieder neue Spiele rausgekommen, aber der Hauptpreis ist ein Mysterious Gift, Leute. Deswegen, da werde ich mir jetzt ein paar Dinger kaufen. Wir fahren mal hier ganz kurz rein und... Oh, was ist denn mit dem los, Leute? Der fährt ja komplett durch, Alter. Alles okay bei Ihnen, der Herr? Ja, alles gut. Diese Dreckskarre. Ja. Hier, oh, hat eine Idee. Ja, wenn Ihr Auto Probleme macht, hier haben Sie eine Karte von Army Performance. Da können Sie alles regeln. Perfekt, ich danke Ihnen. So, Leute, wir gehen mal hier rein. Ich würde mal gerne, glaube ich, 10. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Sir. So, ich würde gerne 10-mal von den neuen Mystery-Losen kaufen. Ja, okay. Ich habe 10 Stück, das macht pro Stück $100. Oh, $1000. $1000 einmal bitte. Ja, okay, hier die Karte. Ja, okay. Bitteschön, 10, ja. Viel Glück. Danke. Warte, will der auch welche kaufen? Bin gespannt, oh, was macht der? Okay, der steht da vor, ich glaube, die dann, aber ja, ich für weiß, Sie auch, bitteschön, die Karten. Oha, Leute, der hat auch Karten geholt. Ja, aber ich habe auch gekauft. Ja. Ja, zeig mal, was hast du bekommen? Ja, warte, ich muss sie erst aufmachen. Oh mein Gott, Jackpot! Wie, Jackpot? Ein Eis umsonst in der Tanke. Okay, dann machen die erste auf. Oh mein Gott! Das zweite ein Eis. Das dritte... Oh, warte mal, da steht Mystery Jackpot drauf. Zeig mal. Hier, guck. Wow. Geh ich mal direkt einlösen. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Danke. Leute, wir haben den Mystery Jackpot bekommen. Wir gucken uns an, was das ist. Der Herr hier, einmal Mystery Jackpot. Oh, Mystery Jackpot, ja. Sie haben recht, Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja! Was habe ich gewonnen? 100 Millionen, 10 Millionen, 1 Million Auto? Nee, Sie bekommen jetzt nicht so einfach sowas, sondern, wie soll ich das am besten erklären? Sie bekommen hier die $3 Jackpot. Okay. Nur $3? Sie haben, oh, was steht hier? Eine bestimmte Anzahl an Produkten, wo Sie einfach diese Ticket-Ranks gehen können und Sie bekommen für $3 alles, was Sie wollen. Oh. Aber warten Sie, ich weiß nicht, wie oft Sie das einsetzen können, ja? Okay, ich verstehe. Aber scheinbar, also. Sie können probieren. Probieren wir hier, ja? Nein! Geben Sie mir die Tickets. Diese Kaugummi kostet eigentlich $1, jetzt machen wir diese Karte. $3 für Kaugummi! Sie verdammt! Hier, bitte. Geben Sie mir so, weg damit! Sie kriegen keinen Cent von mir! Ja, ich weiß nicht, wie oft Sie das einlösen können. Viel Spaß mit Kaugummi! Oh, Leute, jetzt hat er mir ein Ding schon weggemacht. Aber wir können uns was alles kaufen, was wir wollen. Es kostet nur $3. Ich weiß aber nicht, wie lange das funktioniert. Das heißt, wenn wir irgendwas kaufen sollten und es schon ausgeschöpft ist, er kann es erstmal das ganze Geld ausgeben. Deswegen werde ich jetzt das teuerste... Oh nein, Leute, warte, wenn das nicht klappt... Okay, ich habe eine Idee, Leute. Wir werden uns als allererstes... Leute, guck mal, ich fahre die ganze Zeit schon mit dem Mercedes hier rum. Ich will aber ein krasseres Auto haben. Ich würde mal sagen, als allererstes geben wir uns ein Auto kaufen, Leute. Und dafür werden wir dann nur $3 zahlen. Und dann können wir das ganz normal, ganz niceness, lecker, die Schmocke, wie Stilibri sagen würde, können wir uns was Geiles auftun, meine Freunde. Deswegen, wir fahren jetzt... Oh, da ist doch dieser Idiot, Leute, von eben. Ah, hier, der kann kein Auto fahren. Egal, wir fahren zum Autohandel. Okay, meine Freunde, wir sind angekommen hier im Autohaus. So, wir parken jetzt hier einmal, Leute, meine Freunde. So, wir gehen rein. Einen wunderschönen Hallo. Oh, da ist... Ja, servus, mein Freundchen. Sie sind der Autoverkäufer, lassen Sie mich verraten, oder? Ja, natürlich. Ah, sehr gut. Ich bin ein junger Unternehmer und ich brauche ein Auto, was meinen, ja, seit jetzt längerem Zeitraum Erfolg widerspiegelt. Also, ich sag Ihnen mal so, wie es ist. Der Preis spielt keine Rolle. Also, ich habe hier einen Filali. Der ist sehr gut, also ist babyblau, ist schöne Farbe und damit kriegen sie nicht nur die Frauen, sondern auch die Unternehmer, weil Ferrari ist sehr angesehen und ist Frauen, eine sehr gute Null. Ja. Frauen sind mir erstmal egal. Lamborghini Super Auto, also weiße Lamborghini ist sehr geplant. Ja, aber den fährt mein Freund schon, das wäre ein bisschen... Das ist ein bisschen viel teuer. Hallo, was? Hallo, der interessiert mich hier. Der Bugatti? Ja. Der interessiert mich sogar sehr, der Herr. Die ist bei 5 Millionen, das ist echt sehr teuer. Also wenn Sie wirklich ein frischer Unternehmer sind, dann würde ich es nicht holen. Ja, was heißt ein frischer? Das ist jahrelanger Erfolg, ja. Ich will... Wissen Sie was? Ich glaube, der glaubt mir nicht. Den will ich. Nee.
Den möchte ich gerne. Ja. Ja, keine Ahnung, lassen Sie uns zur Kasse gehen. 5 Millionen, haben Sie Cash oder Karte? Ja, ich hab hier. Einmal bitte hier das einlösen. Okay, was ist das? Ist hier eine Kreditkarte? Ja, machen Sie mal. Warten Sie, das ist falsch, komisch irgendwie. Ja. Das sieht nicht aus. Wir haben doch einen Scanner, oder? Scannen Sie das einfach. Ja, okay. Ich scanne das ein. So. Einmal so. Pip. Hä? Ja. Warten Sie, so. Da ist ein kleines Problem. Ich muss kriegen kurz sogar Trinkgeld. Ja, warten Sie, das stimmt was nicht. Machen Sie mal. Leute, der wundert sich jetzt schon. Ja, Entschuldigung, unser Gerät geht nicht. Doch, das geht. Nein, das geht nicht. Doch. Da steht 3 Dollar die ganze Zeit. Ja, es ist ein Mystery-Gift von 3 Dollar. Alles, was ich kaufe, kostet 3 Dollar. Hier haben Sie, wissen was? Hier haben Sie 4 Dollar Trinkgeld. Wenn Sie wollen, können Sie auch gerne die Polizei rufen. Ey, alles gar kein Problem. Ich glaube, ich rufe mal die Polizei an. Nein, warten Sie. Haben Sie den Jackpot von der Tankstelle geholt? Ja. Verdammt, Mann. Bitte können Sie das zurückziehen, dann wollen das Einkommen. Bitte. Bitte kaufen Sie danke für den bitte. Bugatti. Sir. Ich glaube, ich kann mir das nicht leisten, aber bitte, Sir, aus Sie der bitte, Portokasse. Steigen Sie bitte aus. Sir, oh, wollen Sie nicht aussteigen, der Herr? Nein, Sir, bitte lassen Sie mich. Was ist denn los mit Ihnen? Hier, steigen Sie bitte einmal aus. Nein, bitte, Sir, bitte. Aussteigen! Sir, meine alles ab und gut. Ich glaube, ich bin gerade in den Laden reingegangen. Danke für den Bugatti! Kommen Sie nie wieder. Leute, wir haben uns einfach ein Cabrio-Bugatti, Leute, der kostet 5 Millionen. Wir haben 4.999.997 Euro gespart, meine Freunde. Und ich würde sagen, Leute, da fahren wir einfach mal ganz schnell zum Tuning und werden das Ding natürlich noch ein bisschen personalisieren und schöner machen. Bis gleich. Okay, meine Freunde, wir fahren erstmal hier rein in Abir Performance. So. Aber ich würde sagen, wir fahren dafür einmal rückwärts hier rein. Guck mal, Leute, ein schönes Gelb ist das. Aber wir wissen ja alle, ne? Gelb ist jetzt nicht so meine Farbe. Warte mal, hier das Tuning-Ding. Okay, Leute, wir werden mal ganz kurz hier das Tuning-Menü öffnen. Und als allererstes würde ich sagen, Leute, wir kümmern uns um den Motor. Den machen wir vollen Upgrade. So, und dann kümmern wir uns einmal um die Farbe, ne? Das darf natürlich nicht fehlen, Leute. Und zwar machen wir hier ein schönes Orange, meine Freunde. Ja, ein Orange. Natürlich auch die Panzerung machen wir volle Pulle. Die Hupe brauchen wir nicht. Dann machen wir Getriebe. So, und dann machen wir natürlich die Fenster. Ah, getönte Fenster machen wir auf schwarz, meine Freunde. Turbo, natürlich ein Xenon-Scheinwischer an. Und wir machen das. Oh, warte mal hier, Leute. Wir können vielleicht sogar orangene Lichter machen, ja. Gelb auf schwarz machen wir. Natürlich Nummernschild. Da muss natürlich Arm hier rein. So, okay. Wir haben jetzt eigentlich alles hier so gut geupgradet, Leute. Und ich würde sagen, wie gefällt euch das Auto hier? Wie gefällt euch das Auto hier, Leute? Es ist wirklich eine 10 von 10, Leute. So, wir fahren hier einmal durch. Boah, ist das nice. So, oh, ist das nice. Leute, wisst ihr was? Lasst uns vor Rustik damit ein bisschen flexen, Leute. Weil eben können wir erzählen, dass wir dieses Mystery-Gift gewonnen haben. Und der wird es bestimmt für uns freuen, Leute. Wir fahren jetzt erstmal zu Rustik. Let's go. Okay, Leute, Rustik hat gesagt, er ist am Würfelpark. Ich zeige ihm meinen neuen Bugatti. Oh, das nettes Auto, aber nichts war. Was geht? Alter, Bro, was geht denn ab, Alter? Ja, was geht denn ab hier? Schickes Auto hast du. Alter, du hast ein schickes Auto. Oldschool. Dankeschön. Ja, Rustik, ich sag's dir, es ist mal Zeit, dass wieder ein bisschen aufgestockt hier, weil... Halt dich fest, Rustik. Ich hab im Mystery Lotto gewonnen. Ich hab jetzt ein Ticket. Alles. Ich wollte auch mitmachen. Ich hab bis jetzt so Nieten gezogen, Mann. Ich hab nach dem dritten schon den Jackpot gezogen. Und weißt du, was das Mystery-Gewinn ist? Hä? Nicht der Bugatti, sondern ein Ticket, was dir erlaubt, alles nur für 3 Euro zu kaufen. Was? Wie oft? Das ist halt das Problem. Man weiß nicht, wie oft es geht. Ich habe jetzt einmal ausprobiert und habe mir jetzt diesen Bugatti gezogen für 5 Millionen, der mich nur 3 Euro gekostet hat. Alter, wie krass, Bro. Kannst du mir auch was kaufen? Ja, Bro, ich weiß nicht, wie oft das funktioniert. Ich muss mir auf jeden Fall noch was... Wenn ich was kaufen würde, was wäre es? Warte mal, lass mich überlegen. Was will ich mir kaufen? Schreib mir eine SMS, ich habe noch einen Geschäftstermin, ich ruf dich gleich an, wenn's gleich funktioniert. Alter, ich kaufe mir gleich irgendwas, oh mein Gott, wie nice.
Leute, also einerseits, ja, ich will Rustik was kaufen, aber was ist, wenn das gleich ausgeht oder Rustik das vollen Preis bezahlen muss? Aber auf jeden Fall vorher möchte ich mir gerne noch einen Hubschrauber holen, Leute, ja? Wie cool wäre das, wenn wir so Kundentermine hätten, irgendwie so Pannenfälle und wir fahren nicht mit so einem Abschleppwagen, sondern fliegen kurz im Hubschrauber, reparieren das Auto und fliegen dann wieder zurück, Leute. Das wird auf jeden Fall insane. Aber dann müssen wir uns einmal ganz kurz umdrehen. Und Leute, dafür fahre ich jetzt zum Hubschrauberverkäufer und suche nach einem geilen Hubschrauber für mich, Leute. Let's go! Okay, Freunde, wir fahren jetzt hier rüber zum Helikopterverkäufer. Der ist ein zweiter hier. Oh, Leute, hoffentlich funktioniert das Ganze, Leute, weil sonst wird es echt problematisch. So, wir fahren kurz hier rüber. Oh, yeah. Oh, Leute, mein Bugatti einfach mal kurz hier so reinfahren. Oh. Ja, guten Tag, mein Freund. Ja, guten Tag. Servus. Und zwar ich sehe schon, Sie sind ein erfolgreicher Mann. So sieht's aus. Und zwar, mir fehlt ein Helikopter in meiner Sammlung. Ein Helikopter, ne? Na komm, ich zeig Ihnen was. Wir haben hier folgendermaßen was. Ne? Also wir haben hier was Kleines oder Großes. Was suchen Sie denn? Ja, vielleicht ein bisschen größer als das, aber nicht zu groß. Gucken Sie mal, wir haben hier einen wirklich frischen reingekommen. Von Buckingham Line, ne? Wir haben drin ein schönes Interieur. Ich mach für die... Ja, na klar. Gucken Sie mal hier rein. Oh so. Ja, ich sehe, ich schönes. Seh. Warten Sie, machen Sie mal hinten die Tür auf. Ich drücke hier gerade den Knopf, ja? Machen Sie auf. Warten Sie, genau. Ja. Ach so. Genau, oh, mit Fernseher drinnen. Ja, voll Komfort, Entspannung pur. Ja, okay. Also, Sie können da entspannen. Sie können da. Also, ja. Ich sag Ihnen ehrlich, der gefällt mir, aber die Farbe von außen sagt mir nicht so zu. Ja, wir können auch hier einen vergolden, so wie den, ne? Oh, vergoldet, sagen Sie. Jetzt sprechen Sie doch meine Sprache. Ich habe auch etwas, vielleicht gefällt er den da. Ja, machen Sie kurz mal den Innenraum auf. Ist eigentlich mal fast das Gleiche. Ist eigentlich das selbe Modell, nur ein bisschen kleiner. Aber sagen Sie ehrlich, der gefällt mir. Was für einen Preis bewegen wir uns denn hier? Was für eine Preishöhe? 45 Millionen, ja. Oh, 45 Millionen. Aber ich sage Ihnen ehrlich, mit so einem Helikopter haben wir das Helikopter-Game schon durchgespielt, oder? Natürlich. Oh, wissen Sie was? Ich würde den nehmen. Ich würde den nehmen. Kommen Sie, ich nehme den. Bar oder Cash oder Karte? Hier, einmal das hier. Okay, warten Sie. Bitte einmal scannen. Warten Sie. Funktioniert noch, Leute, es funktioniert noch. Die 3 Dollar sind noch aktiv. Hallo, ja, ich würde Ihnen gerne das Geld auch bar geben. Hier. Warten Sie, wir Trinkgeld. Hier haben Sie einen Fünfer. 3 Dollar, warten Sie, das hat geklappt, aber das stimmt was nicht. Nein, das stimmt schon. Ach, ich habe Ihnen gar nicht gesagt, heute ist ein schöner Tag. Ich bin der Mystery-Lotto-Gewinner. Alles, was ich kaufe, kostet nur noch 3 Euro. Haben Sie 5 Euro, Sie haben 3 Euro Trinkgeld. Sie haben fast 100% Trinkgeld bekommen. Ah, hier noch ein Euro, Sie haben 100% Trinkgeld bekommen. Sagen Sie mal, wer war schon mal so geil? Hören Sie mir auf, gehen Sie, machen Sie, dass Sie in die Land kommen. Darf ich, jemand nimmt mir noch mein Bugatti wieder mit. Ich mache schon mal einen Probeflug damit, ne? Der Herr! Nein! Hat mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nein! Oh, Leute, ich werde jetzt den Helikopter erstmal benutzen und damit zu Amir Performance fliegen. Mein Bugatti wird jetzt auch noch abgeholt, der wird da hingebracht. Und dann werden wir den natürlich, Leute, ey, dann haben wir es ja wirklich geschafft. Lass mal uns ganz kurz Rustik anrufen. Lass uns mal Rustik anrufen und mir erzählen vom neuesten Schnapper, den wir gemacht haben. So, Leute, ich rufe mal ganz kurz. Deswegen fliege ich gerade ein bisschen gerade hier. Es klingelt. Hallo? Ja, Bro, ich hätte eine Idee. Du könntest mir einen Helikopter kaufen. Ich habe mir gerade einen gekauft. Der ist schon leider weg. Oh. Ich habe mir so einen vergoldeten geholt für 45 Millionen, aber er hat mich nur 3 Euro gekostet. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Aber, ey, was kann man sich eigentlich noch kaufen? Eine Yacht wäre gut, Bro. Eine Yacht? Ja, gerade Verbindung, schnell in die Luft. Tschüss. Aufgelegt, Leute. Ich werde mir jetzt, glaube ich, wirklich eine Yacht noch holen. So, Leute, mein Auto müsste gleich geliefert werden. Ich werde nun mal ganz kurz hier landen. Und wir sind da und ich bin gelandet. Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir fahren rüber und werden uns eine dicke, fette Yacht holen. Okay, Leute, wir müssen jetzt eigentlich wieder hier zurückfahren und zwar werden wir uns jetzt eine Yacht hier kaufen. Rustik hat eigentlich voll die gute Idee gehabt. Und Leute, vielleicht hätte ich am Ende Rustik auch noch was gönnen. Ich glaube, ja, ich werde ihm auch was gönnen. So, Leute, wir werden mal ganz kurz hier hinfahren. So, wo ist denn hier der... Wo ist denn hier der Verkäufer, Leute? Hier sitzen ein paar Leute. Lass uns mal hier kurz so rumfahren. Hallo? Ach, da hinten. Ja, normalerweise darf man hier nicht entlang fahren, Sir. Aber ich sehe, Sie sind ein Bugatti-Fahrer. Dann dürfen Sie das Ganze natürlich, Sir. Dankeschön. Oh, jetzt sehe ich schon. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Yacht. Ja, ich möchte mir gerne eine Yacht weil nach jahrelangem Business machen, da will man auch mal ein bisschen sich was gönnen, oder? Ja, logisch, Sir. Ich will Ihnen echt nicht beleidigen, worüber wir reden oder sonstiges. Aber ich bräuchte Informationen zu Ihrem Job.
die letzten Belege. Ja, irgend so ein Verrückter hat den $3-Jackpot gewonnen und kauft alles nacheinander. Ja, warte, lassen Sie mich kurz alles rausholen, ja? Was jetzt für Glück haben wir mit Arm Performance, weil alle YouTuber weg waren, so dicke Umsätze gemacht, dass er mir alles glauben wird. Warte mal, immer was dabei. Clipboard müssen wir rausholen. Hier, schauen Sie mal, ja, meine letzten 2 Jahre alleine schon, wie viel Umsatz ich gemacht habe. Army Performance. Ich besitze mehrere Autowerkstätte hier, Autohäuser, die gehören alle mir selber. Häuser habe ich selber auch gekauft. Ja, kenne ich. Okay, super. Dann scheint es ja legitim zu sein. Also ich hätte gerade tatsächlich nur diese Yacht hier. Das ist unser letztes Exemplar. Ja, ich sag Ihnen, die sagt mir zu, aber ich sag Ihnen ehrlich, weiß fährt doch jeder. Ich würde gerne was zu meinem Bugatti passt, was zu meinen anderen Autos passt. Wissen Sie, ich mag die Farbe auch sehr. Sie wissen, dass es nicht irgendeine Yacht ist. Und zwar, diese Yacht verfügt über eine Fernbedienung. Wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, ist die Yacht plötzlich blau. Sehen Sie, wenn ich will, dann ist sie rot. Können Sie bitte orange machen? Orange. Ja, so will ich das haben. Wir haben hier eine Fernbedienung, die das Ganze macht. Deswegen kostet die Yacht auch stolze 50 Millionen. Oh, 50 Millionen. Also ich habe gesehen, Sie verdienen sehr gut, aber haben Sie auch einen Kredit oder haben Sie noch zur Seite gelegt, um sich das leisten zu können? Also klar, ich habe Bugatti geleistet und so, aber glauben Sie, ich würde mir jetzt hier eine Yacht angucken, wenn ich das nicht leisten könnte? Ja, ich muss aufpassen, Sie wissen ja. Ja, ich verstehe Sie voll und ganz. Weil sobald die Rechnung durchgeht, ist vorbei. Polizei kann nicht helfen. Leute, ich habe mein Ticket, habe ich dieses QR-Ding, habe ich über meine Kreditkarte. Ja, hier haben Sie meine Kreditkarte, wissen Sie? Ja. Da sehen Sie ja mein ganz normales. Und einmal warten Sie. Piep. Wollen Sie mich veröffnen, Sir? Wie meinen Sie das denn? Sie wollten noch zu meinem Business wissen, habe ich Ihnen gezeigt. Sie sind der Gewinner. Ja! Verdammt, ich würde Sie am liebsten. Hallo, machen Sie langsam. Ich kann nichts machen, verdammt, Mann, ich kann nichts machen. Oh, so, dann, hier haben Sie. Nein. Kann ich sein, bitte. Ich muss das Land verlassen. Danke für das Geschäft, ja, war ein super Geschäft mit Ihnen. Tschüss! Leute, okay, der ist sauer, Leute. Der ist sauer. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, wir rufen Rustik an. Ich sag zu ihm, wisst ihr was, wir kaufen Rustik einen Jet. Wir kaufen Rustik einen Jet, meine Freunde, weil der wollte sich auch was gewünscht. Komm, Private Jet für Rustik, Leute, sollte drin sein. Ich habe eine Yacht, ich habe einen Helikopter, ich habe einen Bugatti. Ich rufe den Jungen mal an. Warte mal ganz kurz. Ich nehme mal ganz kurz hier meine Nummer. Ready, Mann. So. Okay. Hallo? Hey, Bro, ich habe eine Yacht, die ist am Hafen. Da ist noch eine geile, richtig fette Yacht. Mann. Ja, die habe ich gerade gekauft. Aber Rustik! Du bist mein Broski und eine Option habe ich offen gelassen. Rostock, was hältst du davon, wenn ich hier ein Private Jet hole? Ja, dann würde ich mal sagen, Broski, lass uns mal bitte am Flughafen treffen, ja? Ja, ich komme gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Okay, meine Freunde, wir werden jetzt Rustik noch was kaufen, Leute. Schön Private Jet, damit der Junge auch mal was hat. Leute, Rustik ist ein guter Freund. Ich würde sagen, wir treffen uns am Flughafen, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind am Flughafen angekommen. Ich bin mal echt gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. So, wir werden dafür einmal hier so... Leute, muss sein. GTA-Spieler, Kennedy lieben diesen Trick. Oh. So, Leute, das ist doch Rustik. Rustik, Popsi! Ich habe mir schon einen Helm geholt. Was? Zieh den mal aus, ja, richtig so. Ja, hey, so. Ich habe mir schon mal geholt. Ja, warte, ja Sir, was geht ab, Hallo, Mann? Sir. Ich würde gerne mir ein Privatjet kaufen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Was würde ich nicht ja, so lass mich ganz kurz meinem Freund umgucken, weil ich mir meinem Freund schenken und dann, Alter, ich will diesen Freund natürlich. Ja. Das muss auf deinen Namen gehen, ne? Ja, kein Problem. Aber ey, Digi, die Karte. Ja, aber die Karte ist nur, hat nur bestimmt oft benutzbar. Ich habe jetzt schon 3 benutzt. Ich weiß nicht, ob das vierte Mal geht. Natürlich geht es, komm. Okay. Ja. Sir, ich würde gerne den Goldenen nehmen. Sind Sie sicher? Ja, auf jeden Fall den Goldenen, bitte. Okay. Auf den Namen Rustik, ja? Ja, mein Name ist Rustik. Hier ist das, ja, hier, bitteschön. So, okay. So, bitteschön, Sir. Die Karte wird nicht funktionieren, aber die Kaufbestätigung ist durch. Also, ja, haben Sie noch eine andere Karte dabei? Amir, hast du noch eine andere Karte dabei? Oder nee, das ist die kannst du nicht so oft... Machen Sie bitte die nochmal. Leute. Sir, die Karte funktioniert nicht. Ich müsste die Polizei rufen. Das Flugzeug kostet 80 Millionen, Sir. Warten Sie ganz kurz, ja? Steig ein! Amir, ganz kurz. Steig ein! Tschüss! Oh mein Gott, ja, mein Name geht. Die Polizei ist schon hinter uns. Mal, guck mal nach oben.
Ich hab dich gewarnt! Oh, wir müssen abbauen. Ich sag aber, das war ein Prank. Oh, die schießen schon auf uns. Leute, Rossi, halt fest! Warum hab ich Cabrio gekauft? Oh mein Gott, mach das Dach zu! Oh, Leute, wir haben jetzt, das Ding ist ein Auer. Ich hab. Oh, Leute, wartet mal. Oh. Leute, wir müssen Polizei abhauen. Wir haben auf jeden Fall mal eine Yacht, einen Helikopter und nichts. Rustig, tut mir leid, dass du nichts bekommen hast. Mann, was ist denn hier los? Oh. Leute, lasst ein Like und Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten checkt noch Rustig ab und den Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir hauen ab! Ciao!